Wenige Minuten später traf der Farage-Gegenspieler in Brüssel ein, der noch Premier Großbritanniens, David Cameron. Betont unterkühlt begrüßt von dem sonst ewig umarmenden und tätschelnden Jean-Claude Juncker. Ob Großbritanniens Premier noch eine Chance hat, bei diesem EU-Gipfel auf das Familienfoto zu kommen oder ob sich die Staats- und Regierungschefs erst dann vor der Kamera positionieren, wenn David Cameron bereits abgereist ist. Dann schauen wir mal.